Hallo Freunde und willkommen zurück zu Avorion mit dem Luke. Hallo Luke! Ja, wenn man zwischendurch nicht so blöd ist und die Aufnahme dann beendet, dann könnte das Ganze auch wunderbar funktionieren. Oh, belastend. Aber, Freunde, wir sind hier, ja, in der Nähe vom Wurmloch. Das heißt, wir springen jetzt runter. Yeah! Ach ja. Und Captain Kirk, was macht die Enterprise da drüben? Die kirkt so vor sich rum. Die kirkt so ab, du. Die ist voll weggekirkt. So, das Coole ist, dadurch, dass wir Kapitanski drin haben mit Reise, dürfte das eigentlich nicht lange dauern. Jetzt hat er mich einfach in der Drohne hier ins Weltall geschmissen. Das müssen sie eigentlich noch ändern. Weißt du, was ich meine? Dass du denn mitsamt des Schiffes auf Reise gehen kannst. Ja. Das wäre natürlich schon übelst nice. Machst du eine schöne Patrouillenroute fertig, springst in dein Schiff rein und eine ganze Flotte bewegt sich dann mit dir. Das wäre schon interesting. So, aber uns fehlt es ja jetzt ressourcenmäßig an allen Ecken und Kanten. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt in dem Frachtraum drin? Frachtraum. Ich habe gesamt 400 Frachtraumplatz. Okay. So, now need. Nee, ich wollte es ja auch noch anders machen. Ah, warte mal. Das Ding kann raus, dafür kann Zivilgeschütz zum Kontrollsystem fest installiert werden. Weil ich habe doch hier... Ich habe die drei schon installiert. Stimmt ja, da war ja was. Macht aber nichts. Weil jetzt kann ich wieder ein großes Geschütz oben drauf packen. Hat das Wurmloch? Der Gleichle? Ja. Warte, schicke ich dir gleich in den Chat rein. Nein, das war die falsche Taste. Oh, schon fast richtig. Und... Befehle mich eskortieren. Perfekt. Guck mal wieder rein. Rückwärtsgang. Ticken runter nach so. Sehr schön. Ja, so geht das doch schon viel besser ab hier. Was haben wir denn jetzt hier im Inventar alleine schon drin? Zwei Asteroiden abgebaut, 4000 Naunit-Erz. Das ist doch schon mal schön für den Anfang. So macht man doch gerne ein bisschen Ressourcen. Wieder mal mit Mopsgeschwindigkeit ins Wurmloch rein.
Genügend Credits zum Handeln hast du schon zusammen? Kriege ich gleich zusammen. Sehr schön. Ja, ich befülle den Frachtraum von dem Schiff hier noch ein wenig nebenbei. Weil wenn ich hier raus einen Frachter basteln will, der viel Ladefläche hat, dann... brauche ich natürlich ein paar Ressourcen, ne? Nicht schlecht. Ja, so macht das Laune. Vor allen Dingen so schön ergiebig. Der ergiebige Titanabbau-Laser-Gedöns. Ja, diese Erdinger, ne? Dieses, was du halt raffinieren musst. Das Zeug lohnt sich richtig. Also kann ich dir nur nahelegen, das auch zu machen. Ja. Musst dann halt die 7500 Titanen da abbauen. Musst aber selber machen, ne? Kannst du nicht den Kapitän sagen, mach mal. Ja, Autogeschütz halt, ne? Nee, Autopilot geht nicht. Nee, du stellst die Geschütze einfach nur auf automatisch, also die Abbaulaser, und stellst sie einfach nur daneben. Kann ich bei mir auch nicht. Du hast, wenn du einige Geschützturm Gedöns hast, wenn du sie fest installierst, haben sie meistens immer Autogeschütz-Slots. Muss mal genau gucken. Den ich dir geschickt habe, der glaube ich 4 plus 4 Autoslots. Muss mal gucken. Für beliebige automatisch schießen an aus. Ich kann es in Dings einstellen, ja. In, ach, so funktioniert das jetzt. Ich muss das in den Geschützturm noch selber einstellen, welche automatisch schießen sollen und welche nicht. Weil sonst hast du alle per Mausklick. Ja! Unten kannst, sonst kannst du nämlich nur aktivieren oder deaktivieren, aber du musst sie im Schiffsmenü musst du sagen, also sagst du ja, du bist Gruppe 1, du bist Gruppe 2 und dann musst du auch sagen, ob die automatisch ein- oder aus sein sollen. Und dann kann man das unten dann eingeben, ob sie automatisch schießen sollen, Verteidigung, Angriff. Das ist natürlich nice. Ja. Finde ich auch. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso die Scheiße hier nicht mehr funktioniert, ey. Ja, schön. Perfekte Mente. Ja, wenn du mich nicht hättest, ne? Ganz ehrlich, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Bis du gerade eben sagtest, fest installieren. Rein ins Menü, mal Rechtsklick drauf gemacht. Aha! Das ist doch schon mal eine Ansage. Skidusch. Main Schiff ist im Zielsektor angekommen. Sehr schön. In Schiff in Sektor wechseln. Main Schiff wechseln.
komm schon, komm schon. Ja, das ist cool. Nee, das wusste ich Tatsache echt nicht. Also auch gleich wieder was gelernt, ne? Man ist ja, man ist ja auch neugierig, nicht? Dass ich auf die Idee noch nicht gekommen bin. Ja, das wundert mich auch. Befehle, mich eskortieren. Das heißt aber auch, ich muss auf dem Server nochmal dringend meine Schiffe überarbeiten. Ja, ich habe gedacht, dass du das schon wusstest. Du sagtest Nee. noch zu mir, lese die Patch Notes genau durch, was sie alles neu gemacht haben. Ich habe nichts davon durchgelesen. Ich weiß. Ich auch nicht. Nein, doch, ich habe schon ein bisschen was durchgelesen, definitiv. Ja, ich auch, aber so im Großen und Ganzen einfach nur überflogen, aber. Dein Schiff wird angegriffen im Sektor oder was? Moment. Befehle, alle Feinde angreifen. Bis die Nuss an Kapitanski soweit ist, ne? Dann kannst du mich auch wieder eskortieren, du Nase. So. Alle Erze raffinieren. Boink. Oh, das lohnt sich. Das ist blöd, das ist blöd. Dann gucken wir doch mal einfach mal schnell in den Workshop. Workshop, genau. In den Workshop. Brancor. Schiffe. Typ Schiffe. Und dann schauen wir doch mal einfach, was er hier so für Frachter rumflattern hat, weil wir brauchen ja einen Frachter dafür. Cruiser, 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 Cruiser. Mining, 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 Mining. Und das war die Lady. Kaputt oder was? Jupp. Har? Ah, nee, noch nicht ganz. Die Torpedos sind daneben gegangen. Ja, dann aber schnell raus aus dem Sektor mit ihr. Ja, würde ich gerne. Ich glaube, der hat gerade meinen Antrieb. Ja, klar. Wie wenig Energie. Weil die mir dezent ein Loch reingeschossen hat und genau da, wo meine Energie, meine Container sind. Ich hoffe, du hältst noch circa 2 Minuten durch. Ich habe mein Schiff schon rübergeschickt, um dir zu helfen. Er könnte eng werden. So, dann sage ich ihm hier nämlich. Nee, den will ich umbauen. Gespeicherte Designs. Einmal nach oben, damit sich das Ganze aktualisiert wieder rein. Kann nur bei einer freundlich gesinnten Schiffshälfte im Sektor gebaut werden? Ach so. Dann hüpfen wir da eben auch nochmal rüber. Ist gleich da, das Schiff. Da. Lady, Feinde angreifen. In Schiff in Sektor wechseln. Das gucken wir uns doch mal an. Superjäger Jagdschiff ruft dich.
So. Du bist auch noch 50 Kilometer entfernt von mir. Mist. Millimeter hat gefehlt, dann hätte ich wegspringen können. So mal wieder von vorne warten. Doch nicht die. Zu ihm rüber. Oh. Ich würde dir gerne helfen, aber das Schiff hat gar nichts. Ich versuche gerade zu dir zu kommen und dir zu helfen. Wenn du die Piraten ablenkst, ist alles okay. Ich brauche nur die Zeit zum Flüchten. Ich bin schon auf dem Weg, halt noch ein bisschen durch. Zu mir am Arsch. Da. Jupp. Nein. Da waren sie schneller als ich. Das haben sie nicht umsonst gemacht. Wo ist meine Drohne hin? Hallo, Spiel? Weg. Ja. Das war's dann mit ihrem? Naja, kannst du zum Glück nochmal herstellen, ne? Richtig. Oh, rotes Upgrade. Nee, rote Waffe, okay. Ui. Ach nee. Eine Premium-Flak und Torpedos. Inventar, hat das Ding hier nicht Torpedorampen? Jawollo. Orca-Klasse, Fusionstorpedo. Du kommst bitte auf Fusionstorpedo. Du gehst bitte auf die 4. Jetzt ist die Frage, jetzt muss ich einmal in die Steuerung reingucken, dass ich gleich die Aufnahme hier einfach beende. Geh wie Gustav, okay. So, was haben die Torpedos denn für eine Reichweite? Die haben eine Reichweite von 28 Kilometern. Auch in Ordnung. Subsysteme. Baumodus. Also Bolter sind zwar gut und schön taugen, aber wenig. Ja, es kommt drauf an, wie sie eintreffen. Wenn zwei Poltergeschütze aufeinander quasi den gleichen Zielpunkt haben, können sie das Schiff sogar durchbohren. Ja, aber die haben einen Cooldown und das nervt mich. Ja gut, dann musst du halt klack, 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 klack einzünden, ne? Ja, nee, die Dinger stehen auf Aber Automatik. nicht gedrückt halten. Das geht ja aber gar nicht. So, du kommst dahin. Nicht gegen Platz für Defensive. Wo ist denn der andere dann hin? Point Defense, da ist er hin. So. Weil, du gehst mal da drauf. Okay, dann Auto, 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 Auto.
dann weisen wir den noch dementsprechend Dings zu. Die passenden Plätze. Die machen sich aber auch nicht die Mühe, mal näher zu kommen, die anderen Feindschiffe, ne? Nee. Du solltest doch darüber hüpfen. Weil dann schießen wir die jetzt nochmal schnell aus dem Weltall. Die beiden Gummiköpfe hier. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe jetzt hier in dem Sektor gerade Piraten vor mir. Und immer noch keine Bewaffnung drauf. Achso, nee, die Piraten haben sich erledigt. Gut, ich komme zu dir gesprungen. Ja doch, auf dem Tiger ist... Der Tiger ist bewaffnet. Guten Morgen, Überraschung und Geschenke für euch. Boink. Ah, das hast du überlebt? Na gut. Bin da ja nicht so. Geht doch. So. Sektor ist leer. Oh, sehe ich gerade. Geht ja mal gar nicht hier. Einfach mal den Bündnispartner angreifen. Ich glaube, das hackt. Nicht los. So. Da. Wer taumelt denn da? Wow. Das wird ein paar Folgen dauern, bis ich meine Schiffe habe, die ich haben brauche. Hm. Sehr kreativ. Ja. Oh, schick. Au. Du kannst an mir andocken, vor Ort, der den Dockport bei mir sitzen. Wahrscheinlich hat er innen drin Dock. Da an den Seiten. Sind sie doch da an den Seiten. Ach, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lady. Oh, wo ist jetzt das Wrack? Hast du mich fünfmal gedreht? Ja, wo ist das Licht? Ja, wo ist es denn? So, reise doch mal bitte in den Sektor. Danke. In Schiff im Wechselsektor. Schiff in Sektor wechseln. Oh, ganz schwierige Sprache hier heute. Sprache, schwere Sprache. Oh, hör mir auf. Und die wird sogar noch schwerer. Ganz schlimmes Tennis, du. Ganz schlimmes Tennis. Oh ja. So, Baumodus. Nixia und Co. Skidusch. Skadusch. Inventar. Nicht Skidusch, sondern Skadusch. Fracht. Der hat auch 487 Frachtraum. Ihr wollt mich doch verkaspern. Geht er noch größer? Das sieht doch schon besser aus.
Das bedeutet, die beiden Bergbauleser kommen dahin. Aus Eisen? Warum? Warum? Brancor, warum hast du die aus Eisen gebaut und nicht aus Titan? Naja, er wird sich da schon was bei gedacht haben. Ja. So. Dann haben wir die ersten beiden Laser. Wo ist der andere? Da. Jo, und der Rest kriegt Point Defense Geschütze. Jo. Beziehungsweise kriegt MG-Geschütze. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Dann haben wir da schon mal die MGs drauf. Das heißt einmal hier rein. Schiff. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, automatisch, 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 automatisch. Nicht genügend Autogeschütz zum Trotz, das macht nichts. Oh. So, alle Schiffe arbeiten und ich gucke aus der Wäsche. Du guckst aus der Wäsche. Mhm. Nicht schlecht. Aber verkick dich nicht, ne? Ja. Ich guck, dass keiner guckt. Das gucke ich auch jedes Mal. Ich sag jetzt nichts. Da mir guckt der doof aus der Wäsche. Zunge, aber ich sag mal lieber nichts. Ja. Nee, hau raus, alles gut. Komm, trau dich. Jetzt ist der Moment eh weg. Jetzt passt es eh nicht mehr. Perfekt. Und weil es so schön ist, noch eine Flagge oben drauf. Was ist denn das Schönes? Ein Flak? Muss ich mal gucken. Ich drück aufs Gas, hör die 300 PS. Ich bin hier angekommen, bin jetzt die Folge schon wieder vorbei. Hast noch ein paar Minütchen. Ja, sag ich doch. Das sind nur noch 20 Kilometer. Mit der Drohne. Denn tritt aufs Gas und strapaziert die Achsen. Bin ich doch schon. Captain, schau zu, okay? Welcher Captain auch immer das ist. Captain, schau zu, guck welcher. Nee, der hat Level 2 erreicht. Nicht schlecht. Ja, noch 10 Kilometer. Du schaffst es. Sechs. So, dann haben wir das auch. Fünf. Jetzt haut er ab, jetzt haut er ab. Ja, ich brauche Naonite. Apropos. Schilde! Mein Schiff, okay. Du bist hier an meinem Schiff. Ach.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, daneben. Was denn? Wolltest du mich wohl wegrammen wieder? Nö, das war nicht der Plan. Okay. Hab auch eh nicht geschafft. Lady Sektorpatrouille. Ja, so macht sich das doch viel besser. Jo. Oh, yes. Also so geht Ressourcen sammeln anscheinend auch gut. Was mir irgendwie noch nicht so ganz gefällt, ist die Anordnung der Laser. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt aussteigen, kann sagen, Befehle, bitte Asteroiden abbauen. Ja. Ich hätte auch drinnen sitzen bleiben können. Ja. Ja, Freunde, aber wir kommen auch schon wieder zum Ende der Folge. Ich sage ja, halbe Stunde ist nix. Na, ist einfach nix. Ihr Lieben, ich hoffe wie immer, ne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Hoffentlich. Und ja, schaltet auch das nächste Mal rein. Ne? Wenn es wieder heißt, Captain Kürbis, planlos im Weltall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.